Signore e signori, vi invitiamo a bere in modo responsabile. Chiunque si renda protagonista di comportamenti inappropriati sarà immediatamente allontanato. Ja, Fußball ist nur ein Spiel, sagen einige. Aber davon merkt man hier heute gar nichts. Dies ist die zweifellos wichtigste Partie, wenn nicht sogar das herausragende sportliche Event der Woche. Was auch erklärt, warum hier im Stadion eine solche Festivalstimmung herrscht. Das San Siro, Milans Fußballtempel, ist wieder einmal von oben bis unten in die Farben der Rossoneri gehüllt. Ab geht's. Dayot Upamecano ist ja ungewöhnlich reif in der Spielerlage. Dazu dieser messerscharfe Fokus, der viele der ganz großen Spieler auszeichnet. Absolut. Upamecano hat ja auch von einigen der Besten gelernt, um sich genau diese taktische Intelligenz und Flexibilität anzueignen, die ihn zu einem so unangenehmen Gegenspieler machen. Was glaubst du, wie seine Zukunft aussieht? Mal davon abgesehen, dass er sich beim Rekordmeister in die Startelf spielen will und muss. Upamecano hat definitiv das Zeug dazu, ein ganz Großer zu werden, wenn er weiter an sich arbeitet. Ein hochinteressanter Ball. Di Maria. Und der Reingabe vor per Kopf. Und der ist drin. Ist es denn die Möglichkeit? Der ganz große Star hier schlägt gleich mal zu. Er hat es einfach drauf. Wenn sich nur die kleinste Chance auftut, dann ist er verlässlich zur Stelle. Dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Perfekte Kopfballtechnik. Sie haben in dieser Situation, warum auch immer, die Lufthoheit und sie nutzen sie aus. Ich glaube nicht, dass das so im Matchplan war. Di Maria. Wunderbar anzusehen. Da kommt die Flanke. Gewaltiger Satz. Hat den Ball nicht richtig kontrolliert. So darfst du in der Defensive nicht arbeiten und solche Flanken darfst du nicht zulassen. Und das war's schon wieder. Und nun Jan Koller. Man spürt das so richtig auf den Rängen, wie groß diese Erleichterung gerade war. Ja, guter Einsatz, der. Was für ein dicker Klops! Allein. Er zieht ab! Der geht nicht rein. Den hat er verzogen, wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Augen auf und ab nach vorne. Messi. Ja, irgendwie war das zu erwarten. Da fehlte einfach wirklich so der Zug dahinter. Gutes Auge, guter Pass. Er bringt ihn. Da steigt er hoch. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Eigentlich ein guter Versuch, aber er weiß natürlich ganz genau, entscheidend ist auf der Anzeigetafel. Alexander Arnold. Vorstoß über rechts. Bin mal gespannt. Und nun Jan Koller. Das Team versucht, mit Kombinationen da durchzukommen. Di Maria. Jetzt der Abschluss. Den Ball weit rausgehauen. Ab nach vorn und hoffen. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Ein guter Ball und sie sind durch. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Di Maria mit der Chance. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Sergio Ramos spielt den Feuerwehrmann. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Jetzt den. Und er geht hoch in das Kopfballduell. Das zeigt, dass er auch nur ein Mensch ist. Das sah eigentlich gut aus. Umschaltspiel, prima. Konter, prima. Aber der Abschluss, der passt überhaupt nicht.
Er stellt den Gegner ganz fair und schnappt sich die Kugel. Osimhen. Die Flanke kommt in den Strafraum. Weg mit dem Ding. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Raus auf die Flanke, aber da kommt er nicht hin. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Kingsley Coman hat einiges zu bieten. Und er ist drin! Der Ausgleich für Atalanta. Das ist wirklich großartig gemacht. Erst die Ballkontrolle und dann die Art und Weise, wie er sich den Ball vorlegt und dann zum Abschluss kommt. Das ist beeindruckend. Wir sind auf Remiskurs. Die Experten haben es vorhergesagt und sie haben recht behalten. Das hier sind zwei Top-Teams auf Augenhöhe. Er schraubt sich hoch. Da haben sie am Treffer geschnuppert. Klasse Stellungsspiel, gut geklärt. Komma. Okay, das sieht vielversprechend aus. Er war richtig gut durchgesteckt. Passt nach draußen, aber das war zu schlampig. Absolut kein Vorbeikommen. Gut, jetzt müssen sie den Raum nutzen. Frank Lampard mit der Möglichkeit. Achtung, er geht zum Kopfball. Oh ja, einer zum Aufwachen. Es war eine klasse Aktion von ihm, aber am Ende belohnt er sich nicht mit dem Treffer. Langer Pass. Kingsley Coman. Und die Flanke. Wie er sich hochschraubt. Chance auf Chance, doch das Tor fällt nicht. Sie machen wirklich vieles richtig, aber eben nicht alles. Denn das, was hier überhaupt nicht passt, das ist der finale Moment des Abschlusses. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zur Pause. Gut, soweit zur ersten Hälfte dieser Partie. Es steht unentschieden, aber beide Mannschaften hätten hier die Führung verdient, denn beide Mannschaften suchen die Offensive, gehen Risiko, spielen schön Kombinationsfußball und kommen immer wieder zum Abschluss. Das macht Spaß. So, wir stehen bei 1:1 und wollen mal gucken, was die Partie... Mit dem Kopf! So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Da sollten Sie schnell mal in sich gehen. Solche Flanken ab jetzt bitte unterbinden. Lizarazu. Di Maria. Gut rausgespielt. Sehr gut aufgepasst. Der AC Mailand mit dem extrem hohen Pressing. Ja, das ist die bevorzugte Taktik im modernen Fußball. Du brauchst dafür ein fleißiges, ein diszipliniertes, ein spielintelligentes Team. Aber der Coach wird Ihnen das mit Sicherheit eingetrichtert haben. Anspruchsvoll ist diese Strategie auf jeden Fall. Aber es zahlt sich halt auch. Da ist die Chance. Und Tor! Fantastisch von Jan Koller! Er hat nicht lange gebraucht, um nach der Halbzeit wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Aber es ist bekannt, dass er Mr. Zuverlässig ist. Und hier zeigt das mal wieder. Was sagst du zu diesem Tor, Hansi? Einen mit seinen Qualitäten darf man so nicht freistehen lassen. Wenn der Pass dann so stark kommt wie in dieser Situation, dann ist der... Er steigt hoch. Sie haben die absolute Lufthoheit, aber sie lassen zu viel liegen. Sie müssen aufpassen. Wenn die hohen Bälle kommen, dann wird es immer gefährlich. Jetzt heißt es Augen auf für den Mitspieler. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Und da haben sie ihn schon wieder. Diego Maradona! Großartig, ja, und nochmal.
Da müssen Sie erstmal alle richtig tief durchatmen. Da hat er mitgerackert nach hinten, hat den Ball erobert, aber am Ende hat er zu wenig draus gemacht. L'affluenza di quest'oggi è di 80.314 spettatori. Da hat er den Überblick behalten. Sergio Ramos. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Lampard. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Das nennt man effektives Passspiel. Klasse durchgesteckt. Mbappé! Zu unkontrolliert. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Sostituzione per il Milan. Numero 11. Beide bringen neues, frisches Personal. Di Maria. Das hätte ins Auge gehen können. Messi. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Das ist Mbappé. Der Ball ist angekommen, er könnte abziehen. Il numero 47. Il numero 7. Genau so müssen Sie die Sache jetzt angehen. Immer mutig nach vorn, das ist die richtige Devise. 100%ige Zustimmung meinerseits. Haaland, hier ist Foden. Das haben Sie einfach gut verteidigt, gerade weil Sie in Unterzahl waren. Wunderbarer Einsatz, ein sensationelles Tackling und das in einer solchen Situation definitiv keine Selbstverständlichkeit. Das sah vielversprechend aus, aber dann... Er bringt ihn! Und dann macht er sein Tor! Und jetzt ziehen sie davon und tschüss! Das hat man schon im Ansatz gesehen, dass der reingeht. Das Ganze hier fällt unter die Rubrik Tore schießen leicht gemacht mit dankbarer Unterstützung der gegnerischen Hintermannschaft. Das ändert natürlich hier den kompletten Spielrhythmus. Damit haben wir jetzt ein ganz anderes Spiel. Ich bin gespannt, wie Sie mit dieser neuen Situation umgehen. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Eddy Nilsson gewinnt den Ball für sein Team zurück. Das ist für Sie eine gute Kontergelegenheit. Ein schwacher Pass. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Haaland. Sehr gute Position. Er geht dazwischen und erobert den Ball. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das Ganze... Er versucht's. Eine Riesenchance. Das ist Chancenwucher in einer Situation, in der sie so dringend den Anschlusstreffer brauchen. Lang und weit nach vorne. Ein langer Ball, doch da fehlt die Präzision. Standardsituation verteidigt und jetzt die Konterchance. Da wird aus einer Ecke, also eigentlich einem Vorteil, plötzlich ein Nachteil für die eigene Mannschaft. Nicht ohne Risiko dieses Tackling im eigenen 16er. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Er zieht auf!
Der rein, zweiter Ball, Chance gesehen und genutzt. Und jetzt könnte es wirklich noch turbulent werden hinten raus. Hervorragend erwischt er den mit dem Kopf. Das hat er richtig, richtig gut gemacht. Er kam sozusagen aus der Tiefe des Raumes und dann verwandelt er mit viel Gefühl in der Stirnplatte. Und damit Bühne frei für eine hoffentlich furiose Schlussphase. Er sieht den Laufweg seines Mitspielers. Hier ist die Gelegenheit. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Lionel Messi mit der Möglichkeit. Die große Chance. Ja, und damit verhindert er den Gegentreffer. Chiesa. Mbappé. Mbappé. Da haut er ihn einfach weg. Und das war's. Sie haben alles versucht, das Ding doch noch auszugleichen. Um ein Haar wäre ihr Einsatz belohnt worden. Aber guter Wille allein gewinnt kein Spiel. So ist es halt. Sicher hätten sie gerne noch das eine...